Ja, hallo, herzlich willkommen bei HEZ im Video auf heinzschmitz.org. Und herzlich willkommen, Sven Engelke. Hallo. Er besucht uns mal wieder. Du warst ja schon mal da mit deinem Fischerbaukasten und mit der Musik. Und heute hat er was mitgebracht. Das ist ein Teil davon hier in diesem Mini-Kästchen drin. Und zwar, ich kippe das hier mal auf den Tisch. Vielleicht wissen manche von Ihnen, was es ist. Es sind Hörgeräte. Genau. Also kleine Wunderwerke, die dir helfen, den Alltag zu meistern. Genau. Ich muss dazu sagen, du bist seit 25 Jahren ungefähr, brauchst du Hörgeräte, um alles hören zu können. Und das sind jetzt hier eine Sammlung, soll man sagen, aus deiner Vergangenheit. Sind schon ein bisschen älter, ja, die Geräte. Also das sind, ich halte mal die Handkamera drauf. Das sind so kleine Kästchen hier. Hier vorne, das ist das Batteriefach, das offen ist, die in dem Falle hinter dem Ohr getragen werden. Genau, sogenannte werden. Hinter dem Ohrgeräte. Es gibt ja noch das Gegenteil, sind diese Im-Ohrgeräte, die man dann so gut wie gar nicht mehr sieht. Mhm. Und das hier ist eins mit dem, das sehen wir gleich noch, was das soll. Hier ist so ein Kunststoffteil dran, das ist das Teil. Nennt sich Otoplastik. Ja, das ins Ohr reingeht. Genau. Und du sagtest mir soeben, das ist dann nochmal eine Generation älter. Dieses, ja. Ja, man sieht also, dass die mit der Zeit etwas kompakter geworden sind. Richtig. Und vielleicht sollten wir mal zeigen, was du jetzt im Moment im Ohr trägst. Kannst du mal eins rausnehmen? Ja. Ja, kannst du gleich wieder reintun, sonst können wir nicht mehr miteinander reden. Das sehen wir jetzt hier, das ist also ein kleines schwarzes Kästchen einfach. Und hier vorne, das ist denn das Kunststoffrohr, das ins Ohr geht. Genau, das ist die sogenannte Otoplastik vorne, die ist auch kleiner geworden, wie früher Sie eben gesehen haben. Wir haben auch nicht mehr den dicken Schlauch dran. Kann man sehen, hier dagegen. Genau, nehmen wir das zum Vergleich. Hier ist es so bei den alten Geräten, dass wir dem Hörer im Gerät integriert haben und der Schall wird über diesen recht dicken Schlauch über die Otoplastik ins Ohr übertragen. Das war die alte Generation. Ja. Bei den aktuellen ist es so, dass der Hörer in der Otoplastik ist und hier ist ein kleiner Draht, der zur Otoplastik geht, um den Hörer da zu versorgen sozusagen. Also im Prinzip Mikrofon und Lautsprecher sind im Ohr. Der Lautsprecher ist sozusagen, nimmt man Hörer bei Hörgeräten, der Lautsprecher ist sozusagen im Ohr dann. Mhm. Ist für die Versorgung noch besser. Mhm. Man kann besser verstehen, darum geht das. Damit ich jetzt besser verstehen kann, ich will sie mal gerade wieder nimm's mal reinstecken. Nimm es mal wieder hin, so. Das sind jetzt ein paar Sachen, ein paar Fragen, die ich dazu gerne stellen möchte. Eine ist, du kannst ja damit ganz normal, wir haben es auch soeben gesehen, wir waren unterwegs, du kannst damit ganz normal leben, ohne Einschränkungen im Prinzip. Genau. Die werden versorgt über so kleine Batterien, die kann man hier, glaube ich, sehen in der Obenkamera. Die halten, sagst du? 5 bis 7 Tage, es kommt so ein bisschen auf die Nutzung an. Bei diesen Geräten kommen wir gleich später noch mit den Funktionen dazu, die brauchen etwas mehr Strom als andere Geräte. Ja, obwohl hier mit so einer kleinen Zelle da 5 bis 7 Tage müssen die schon ziemlich Energie sparen, ja. Also sehr Energiehaushalt, den Energiehaushalt sehr gut optimieren. man muss dazu auch vielleicht noch eins sagen, grundsätzlich mal jetzt nicht, von dir ist es jetzt eben, war mal krankheitsbedingt, dass viele scheuen, zu einem Akustiker zu gehen, obwohl sie meinen, sie hören noch alles, obwohl sie an sich auch einen kleinen Hörschaden haben. Das ist, was die Akustiker immer wieder bedauern. Und ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich habe es mal ausprobiert vor ein paar Jahren. Es ist schon erstaunlich, was man plötzlich an Höhen mehr hört. Ich bin ja auch schon älter und da gehen bei mir auch, bei die sind auch Frequenzen verloren gegangen. Ja, es ist also kein lineares Absenken des Hörspektrums. Nein, es sind bestimmte Frequenzen, die eben fehlen und die dadurch durch die Hörgeräte ausgeglichen werden. Da kommen wir nämlich zu dem Thema, einfach nur in Laden gehen, Hörgerät kaufen, funktioniert ja nicht. Nein, funktioniert nicht, absolut nicht. Du bist also sehr abhängig von dem, der dich betreut, also von deinem Hörgeräteakustiker. Ja, letztendlich spielt der HNO-Arzt ja auch mit, weil der macht ja erstmal die erste Bestandsaufnahme sozusagen. Es wird ein Hörtest gemacht, dann hat man ja diese sogenannte Hörkurve und kann genau sehen bei der Hörkurve, was fehlen für Frequenzen. Mhm. Vielleicht nochmal zurückgehen auf die alten Generationen. Früher war es ganz früher, die Generationen noch davor, muss ich sagen, noch vor diesen Dingern war es ganz früher mal so, da wurde in der Form versorgt, dass man einfach laut gemacht hat. Man hatte einfach nur einen Verstärker da drin, mehr ging nicht. Man hat einfach nur das verstärkt, was aufgenommen wurde mit dem Mikro in den Hörgeräten, hat man einfach nur verstärkt und wieder ausgegeben ins Ohr rein. Dadurch konnte man damit, das macht man heute nicht mehr. Mhm. Heute geht man hin und gleicht wirklich die Frequenzen aus, die fehlen. Nicht mehr über Lautstärke, sondern einfach nur
Das, was fehlt, wird ausgeglichen über das Gerät, das über die Programmierung. Das wird dann überhöht. Genau, da geht eine ganze Menge heutzutage. Ich meine, pfeifen tun die auch, das konnte man es eben hören, als das genau, wenn du das rausnimmst, dann pfeift es, wenn also die akustische Rückkopplung da ist. Man kann es fast nicht vermeiden, diese Rückkopplung, genau. Es wird zwar über die Software ein Rückkopplungstest gemacht, die stellt sich darauf ein, um das auch möglichst zu verhindern, sonst würden wir noch mehr Pfeifen hören, wenn das nicht wäre, ja. Aber ganz wegkriegen tut man es leider nicht. Physik. Physik lässt sich nicht betrügen. Wenn du jetzt so Einstellungen machst, gehst du also zum Akustiker, der kriegt die Messkurve und spielt das dann im Prinzip Anführungszeichen mit dir durch. Genau, der kriegt diese Hörkurve und die gibt er in seine Software ein. Da kann er die genau eingeben. Dann weiß man ja, was fehlt zum natürlichen Gehör. Und das wird automatisch von der Software dann eben ausgeglichen. Mhm. Und der Akustiker muss natürlich noch nachhelfen, weil es kann passieren, dass es mal blechern klingt oder man kommt gar nicht klar. Einer lässt ein Messer in der Küche fallen und das knallt im Ohr, dass man es kaum aushalten kann. Das kann alles passieren. Das hängt dann aber auch natürlich von deinem subjektiven Hörempfinden ab. Jeder Hörschaden ist individuell, das muss also praktisch ganz individuell abgestimmt werden. Und so eine Anpassphase geht auch nicht mit einem Besuch beim Akustiker. Das kann schon dauern. Man muss viele Geräte testen, wenn es darum geht, dass man eins kriegen soll. Das war etwas, wo wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben. Genau. Man kann nicht sagen, das ist das beste Hörgerät. Nein, es gibt viele Hersteller. Ich könnte jetzt wieder einige aufzählen, wollen wir nicht. Wir wollen hier keine Schleichwerbung machen. Darum geht es hier nicht. Aber jeder Hersteller ist so ein bisschen anders vom Klangbild. Mhm. Und jeder Hörschaden ist individuell. Also muss man testen, sagen, was das Zeug hält. Viele Geräte von verschiedenen Herstellern. Das darf man noch unverbindlich. Der Akustiker bekommt die Geräte ja auch auf Kommission und schickt die wieder zurück an den Hersteller, wenn man nicht mit klargekommen ist. Und dann hat man sich das ausgesucht und dann kommt das bittere Ende. Dann wird es teuer unter Umständen. Es gibt auch sogenannte zuzahlungsfreie Geräte. Mhm. Natürlich gibt es die. Aber ich habe in fast 25 Jahren als Hörgeräteträger die Erfahrung gemacht, die zuzahlungsfreien Geräte sind nichts Tolles. Mhm. Aber auch da ist die Technik besser geworden. Aber du hast dann richtig großes Geld noch dazu zahlen müssen. Ja, es hängt auch damit zusammen, ich bin ja sehr davon abhängig, auch beruflich. Da geht es auch um Telefonie im Handy zum Beispiel. Ich bin beruflich öfters unterwegs und da hatte ich also wirklich immense Probleme, was verstehen zu können am Handy. Mhm. Und die Probleme habe ich jetzt nicht mehr, weil diese aktuellen Geräte, die haben von Haus aus Bluetooth. Ich kann dann direkt vom Handy per Bluetooth das Gespräch aufs Ohr übertragen lassen. Und das ist eben eine feine Sache. Jetzt hast du das erzählt, weil ich neugierig fragen wollte. Denn Bluetooth wird in dem Falle gebraucht, um die Programmierung in die Geräte reinzubringen. Denn in dein kleines Fummelsgerätchen da, Entschuldigung, dass ich das so abfällig sage, also in das kleine jetzt hier, das alte war ja auch schon klein, da wurde es auch irgendwie per Funk übertragen. Ja, da war noch nichts mit Funk, in dem Sinne, da hatte man noch, kleine Kabel, die der Akustiker dann dran stecken kann. Okay. Und dann an sein Programmiergerät. So war das früher mal. Okay, und heutzutage jetzt mit den Bluetooth-Geräten braucht er das auch nicht mehr. Ja. Der braucht seine Kunden nicht mehr verkabeln, sondern einmal per Bluetooth erkennen lassen von der Software. Das reicht, wenn du vor dem Schaufenster stehst. So ungefähr, ja. Wenn du eine Rechnung nicht bezahlst, schaltet er dich ab. Richtig. Gut, also heute geht das per Bluetooth. Das heißt für dich, wenn du mit... Fangen wir mal mit dem Einfachen an, mit dem. Ja. Das hier zum Beispiel, ein schwarzes Kästchen, das ist auch ein Mikrofon im Prinzip. Genau, also mal kurz erklärt, dieses Mikrofon arbeitet auch mit Bluetooth und kann direkt, kann direkt übertragen, die Sprache übertragen, Musik übertragen, direkt auf die Hörgeräte. Das heißt, wenn der Eins jetzt einen Vortrag hält, ich besuche diesen Vortrag, habe ich keinen Platz mehr in der ersten Reihe gekriegt, sondern ist jetzt hinten in Reihe 20. Und in einem großen Raum ist das Verstehen dann doch schlecht. Dann gehe ich zum Heinz hin, stecke ihm das Gerät an, das Mikro, und dann habe ich glasklar per Bluetooth das, was er vorne erzählt, in seinem Vortrag auf meinen Ohren. Und dann ist mir geholfen. Oder so. Ja. Also, ich habe auch die Möglichkeit, weiterhin jetzt einen Line-Eingang für eine 3,5 mm Klinke. Kannst du vielleicht mal mit der Handkamera noch mal ein bisschen genauer zeigen? Der hat sich ausgeschaltet. Ist wahrscheinlich der Akku leer. Das passiert immer sowas. Ich versuche es nochmal. Ja. So, da sieht man es jetzt vielleicht. Ja, jetzt sieht man es. Da ist also eine 3,5 mm Klinke. Genau. Das ist so ein Line-Eingang, nehme ich an. Richtig. Dann laden tun wir das Ganze über eine Micro-USB, genau. Richtig. Dann hat er noch laut-leise, sehe ich. Laut-leise, genau. Und wahrscheinlich noch irgendwo ein Einschalter. Da ist noch ein bisschen Programmumschaltung. Einschalter haben wir hier oben drauf. Okay. Programmumschaltung. Das ist an sich das nächste Thema. Richtig. Also das ist nur einfach ein Mikrofon als Bluetooth-Sender,
das auf mit deinem Hörgerät gepaart worden ist mal. Und ich habe das, wir haben das eben mal ausprobiert, da konntest du dann darüber hören. Genau. Wenn wir es jetzt machen würden, ist es eventuell verwirrend. Ja. Denn du bist ja auf deine Hörhilfen angewiesen. So, jetzt habe ich das ausgemacht, muss man wieder anmachen. So, jetzt wird es an sich spannend, denn was du machst, ja, da sieht man es, was du machen kannst mit deinem Smartphone, ich weiß gar nicht, mit deinem Smartphone kannst du deine Hörgeräte programmieren. Richtig. Ja, programmieren in dem Sinne, ich kann es nicht abspeichern, aber ich kann Einstellungen vornehmen. Mhm. Das heißt, wir sehen jetzt hier auf meinem Handy die App vom Hersteller, wo ich oben die Programme habe, kann ich umschalten. Als erstes ist das Allround-Programm, steht auch groß drauf hier. Mhm. Dann haben wir hier ein Restaurantprogramm. Im Restaurant ist es ja so, so wie wir hier sitzen, sitzt man ja in der Regel im Restaurant. Ja. Wir würden jetzt essen gehen, man sitzt sich gegenüber. Rundum sitzen auch Leute, sind am Erzählen und man hat einen sehr hohen Geräuschpegel. Mhm. Und in dem Sinne kann ich diesen Fokus einschränken, dass ich wirklich nur, wie der Heinz mir jetzt gegenüber sitzt, dass ich hauptsächlich das auf dem Fokus habe in den Geräten. Okay, da hörst du also nur das, wo du hinschaust. Ja. Genau. Im Prinzip, ne? Richtig. Ganz vereinfacht gesagt. Das nächste ist dann, da sehen wir diese Bäume, das ist dann das sogenannte Programm. Das Waldprogramm. Ja, Wald für draußen in dem Sinne, weil wir kennen das alle, wenn richtig Sturm ist, jetzt auch im Herbst. Ja. Herbst hat angefangen, Wind kann schon ganz schön heulen und dann bei Hörgeräten ist das noch schlimmer. Wenn man auf dem Fahrrad sitzt oder wie auch immer, ja, da kann man also ein bisschen diese Windgeräusche rausfiltern. Also wenn du am Fahrrad sitzt, hörst du die Windgeräusche stärker, als wenn man das normal hören würde. Und das schon eigentlich, ja. Das zieht schon ziemlich rein vom Wind und da kann man so ein bisschen was tun. Und das vierte im Bunde ist eben ein Musikprogramm, wenn man jetzt zur Musik hören. Also das kann auch alles individuell vom Akustiker eingestellt werden. Das ist jetzt die vier Grundrechenarten, hätte ich fast gesagt. So ungefähr. Die vier Grundeinstellungen sind von deinem Hörgeräteakustiker eingestellt worden. Genau. Und du kannst jetzt zwischen den Programmen wählen. Richtig. Also wenn du auf Fahrrad setzt, drückst du dann eben drauf und fährst los. Hier habe ich noch diese Umschaltung mit Komfort und Sprachklarheit, kann ich hier noch umschalten. Ich habe hier noch eine sogenannte Klangoptimierung, kann ich mal draufklicken. Hier haben wir schon so ein kleines Mischpult, hätte ich jetzt fast gesagt, mit Tiefen, Mitten, Höhen, Equalizer und eine Störrauschreduzierung kann ich auch noch mehr reinnehmen, rausnehmen. Wie so ein Squelch, der wird dann der untere Teil einfach weggenommen. Genau. Der wird dann nur, was über eine bestimmte Schwelle ist, wird dann übertragen. Richtig. Und diese Einstellung kann ich auch als Favoriten speichern, wenn ich das dann möchte. Wenn ich dann eine gute Einstellung habe für einen bestimmten Bedarf, speichere ich mir die einfach ab. Also wenn du in die Disco gehst, dann ziehst du deine Bässe hoch, damit das richtig Wumms und Wumm hörst. So ungefähr. Ja. Alles klar. So, ja, hier haben wir die Verbindung, kann man einmal zeigen. Jetzt zeigt er das an, sind verbunden. Also da sind, die sind jetzt mit beiden, mit rechts und links sind die verbunden, das kann man sehen. Dann gibt es hier noch den mehr, da können, die hatten Demo-Modus, die App, hier ist jetzt im Prinzip nichts mehr groß drin. Die Favoriten sind aktiviert, das war es dann auch. Was hier jetzt in dieser App noch nicht bei mir aktiviert ist, es gibt hier bei diesem Hersteller jetzt noch die Möglichkeit, zu kommunizieren mit dem Akustiker, und zwar in der Form, ich habe jetzt bei der Anpassung eine Sache, da komme ich nicht gut klar, da müsste er was einstellen, dann kann ich ihm das beschreiben, er kann über die Cloud, kann er diese Einstellungen dann praktisch in meine Hörgeräte einspielen. Das heißt, er muss dann, also du hängst jetzt hier über GSM oder LTE, hängst du jetzt im Netz entweder drin. Oder zu Hause im WLAN, wenn ich zu Hause bin ich im WLAN. Und der Hörgeräteakustiker kann Verbindung mit deinem Gerät. Nee, Verbindung nicht direkt, sondern ich beschreibe ihm nur, was mich stört, was geändert also werden muss. Ich hätte gerne mehr Höhen. Er kann eine neue Programmierung in seiner Software vornehmen. Ja. Und diese Programmierung, die schickt er dann in den Cloud rein, ich kann sie über die App einspielen. Die musst du aktiv abholen. Genau, und soweit ich weiß, ist es so, ich habe es noch nicht getestet, wir haben es noch nicht aktiviert. Mhm. Weil das alles ist ganz neu, gerade erst auf den Markt gekommen. Okay. Und der Akustiker muss selber erstmal eine Schulung bekommen für die ganze Geschichte. Weil das ja auch alles genau, man kann ja nicht irgendwo an Knöpfen drehen, sondern die müssen ja auch ein bisschen... Ich kann mir das schon komfortabel vorstellen, wenn du irgendwo im Urlaub bist oder bist weiter weg von zu Hause und kannst nicht mal eben da vorbeifahren. Dass dann sagst, hier, ich habe jetzt überhaupt nichts mehr, ich verstehe überhaupt nichts mehr, die Sprachverständlichkeit ist weg. Gib mir mal ein bisschen mehr Höhen oder sowas. Ja, es geht mehr um die Anpassung. Klar, das würde auch funktionieren. Ein bisschen mehr Höhen könnte ich ja sogar selber reinmachen, wenn es nur Höhen sind. Ja. Über meine App hier noch einstellen. Aber generell ist es schon ein Gewinn in der Form, ich muss nicht wegen jeder Kleinigkeit hinfahren. Mhm. Zumal mein Akustiker auch nicht direkt vor der Tür ist, sondern ich ein bisschen weiterfahre. Das heißt aber, dass die Kommunikation mit deinem Akustiker ist immer das, was du beschreibst, muss er interpretieren und dann via Software so umsetzen, dass du besser oder komfortabler hören kannst. Genau, und auch diese Geschichte, dass man da online was machen kann, es ist immer wichtig, das Gespräch mit dem Akustiker. Mhm. Das kann das einfach meiner Ansicht nach nicht ersetzen. Es ist ein zusätzliches Gimmick, eine nette Sache, die unterstützen kann, helfen kann, aber trotzdem bitte immer noch zum Akustiker gehen.
nicht nur auf sowas warten, dass es irgendwann vielleicht mal kommt, dass man nur noch alles selber macht. Das kann nicht sein. Der Akustiker hat eine Ausbildung und auch nicht ohne Grund. Man muss ein bisschen Wissen haben. Man kann nicht einfach nur, ein Fachinformatiker kann kein Hörgerät einstellen. Könnte ja theoretisch schon, aber... Dem fehlt die Erfahrung. Genau. Und mit dem Telefonieren, das sagtest du schon mal, wenn du heute unterwegs bist, verbindest du das Smartphone? Wenn das Smartphone, das verbindet sich im Prinzip automatisch. Bluetooth lasse ich wenn an. Wenn das klingelt oder wenn du telefonierst, bekommst du über deine Hörer, über dein Hörgerät, das Gespräch mit. Genau, auch das Klingeln höre ich auch über die Hörgeräte, brauche ich dann nur abnehmen letzten Endes und habe es glasklar auf den Ohren. Also wie eine komfortable Freisprechanrichtung. Richtig. Oder auch, ich könnte jetzt auch, wenn ich Musik abspiele am Handy, das streamt dann mir natürlich auch auf die Hörgeräte. Da haben wir noch ein Thema. Also im Prinzip Musik. Alle Töne vom... Mit Musik haben wir noch ein Thema. Du bist ja, wie Sie ja auch wissen, du bist ja Musikant. Genau. Und wenn du auf der Bühne bist, nimmst du kein Hörgerät? Nee, das funktioniert nicht so richtig. Bei Hörgeräten ist es ja so, dass diese Übertragung hauptsächlich auf Sprache ausgelegt ist. Man will ja Sprache verstehen. Also auch hier mit dem Line? Das habe ich alles mal ausprobiert. So richtig toll war der Sound nicht. Also nehme ich die Hörgeräte raus und arbeite damit in ihr. Das hat sich einfach bewährt, besser als eine Monitorbox, die man dann sonst wie laut aufdreht, irgendwann auch nicht richtig hört. Müsste man vielleicht den Hörgeräteherstellern mal mitgeben auf den Weg? Optimiert doch die Geräte mal, sodass auch Musiker nicht mit in ihr auf der schön. Bühne rumlaufen müssen. Will ich mir wünschen, zumal ich schon die Plastik im Ohr habe und alles. Weil man hat das Thema ja wieder, wenn man mit in ihr arbeitet, man hört das Publikum in dem Sinne nicht mehr. Ja. Man müsste eigentlich ein Richtmikrofon aufs Publikum richten, damit man das Publikum auf sein in ihr kriegt. Ungefähr. Gut, das kann man jetzt noch beliebig weiter kompliziert ausbauen mit dem extra Micha für Monitor und alles. Ja. Wollen wir jetzt hier nicht vertiefen. Also du hast hier eine Lösung für dich, dass du glücklicherweise richtig. Ganz normal am Leben teilnehmen kannst und wahrscheinlich bei Restaurantgesprächen mehr verstehst als ich, denn älterer Herrn, da wird ja auch die Höhenverständlichkeit immer schlechter. Sven, schönen Dank, dass du da warst. Gerne. War sehr interessant. Auch herzlichen Dank an Sie, dass Sie dabei waren. Wir haben uns über Hörgeräte mal unterhalten, was man damit machen kann, wie weit wir heute sind und obwohl sehr preislich sehr anspruchsvoll, ist es doch eine Hilfe. Und wenn Sie im Restaurant oder in einer Party nichts mehr verstehen, kann man Ihnen nur empfehlen, gehen Sie mal zum Hörgeräteakustiker, lassen Sie einen gratis Hörtest machen. Sie werden sich vielleicht wundern, wie toll man hören kann, wenn man eine Hörhilfe hat. Schönen Dank, dass Sie dabei waren. Einen wunderschönen Tag noch und auf Wiedersehen bald hier auf heinzschmitz.org.